So, ich habe mir gedacht, ich spiele mal wieder This Land is My Land. Und zwar machen wir ein kleines Beginner-Tutorial. Wenn wir uns jetzt mal diese ganzen Camps hier wegdenken und sagen, das ist mein Starter-Camp, mit dem ich angefangen habe. So, und ich möchte einen stetigen Nachschub an Wooden Bows und Wooden Arrows und anderen Starter-Items haben. Dann mache ich mir eine Liste. Gucke ich, was brauche ich für Wooden Bows? Ich brauche Wood und Flachs. Das heißt, das kommt als erstes in die Liste. Dann Wooden Bows. Am besten macht ihr Maximum, weil die sehr schnell kaputt gehen, während die Krieger jagen. Das heißt, auf jeden Fall immer maximal 200 Stück von jedem in die Liste setzen. Dann 200 Wooden Arrows, sodass immer Pfeile für die Jagd nachgecraftet werden. Dann gucke ich, was brauche ich, um das Camp abzugraden. Das sind in dem Fall Boarpelz, Ropes. Als Heilmittel macht ihr den Bugbrush-Tee. Und Fleisch. Fleisch ist wichtig, falls das Camp überbevölkert wird, weil sonst hauen die Krieger dann ab, wenn das Camp zu voll ist und ihr verliert die dann. Wenn ihr diese Liste hier habt, zeige ich die nochmal. 200 Wood, 200 Flachs, 200 Wooden Bows, Wooden Arrows, Boarpelz, Rope, Tee und Fleisch. So, dann gehe ich auf Order Sets, schreibe hier eine Liste rein, da könnt ihr reinschreiben Starter Zeug oder was auch immer und dann speichert ihr die Liste. So, wenn die Liste gespeichert ist, geht ihr, falls ihr schon ein zweites Camp gebaut habt oder besiedelt, geht ihr auf das zweite Camp, geht ihr auf Order Sets. Ich habe meins jetzt, ach nee, das ist das Falsche. Ich habe meins jetzt Basic genannt, ja? Dann klickt ihr auf Basic, dann Add Items. Und wenn ihr Shift drückt, dann sammelt die in allen euren Camps. So. Dann, wenn die nächsten Bögen habt, das geht dann halt immer so weiter, ne? Also, ihr müsst immer beide Sets gleichzeitig machen. Das heißt, wollt ihr den nächstbesten Bogen craften, macht ihr euer Basic, dann die Zutaten für das nächstbeste Set. In dem Fall habe ich jetzt Hunter's Bow gewählt. 200 Wood, 200 Sehnen, 200 Hunter's Bögen, 200 Arrows, also normale Pfeile. Dann das fürs nächste Upgrade. Und dann könnt ihr dann noch dazu fügen, was ihr noch haben wollt. Und dann speichert ihr die Liste wieder und klickt dann wieder auf das Camp, wo es gecraftet werden soll. Add Items und die Sachen werden automatisch gecraftet für euch. Das heißt, die Krieger nehmen immer die nächstbesten Bögen. Das heißt, ihr dürft nie Bögen, die werden verbraucht halt, Bögen und Pfeile. Das heißt, ihr braucht immer. Während ihr sammelt, immer einen stetigen Nachschub an Pfeilen und Bögen. Das heißt, ihr müsst dann beide Sets, je nachdem. Also wenn ihr den nächstbesten Bogen craften wollt, kann das mal zeigen. Mach mal kurz langsamer. Wooden Bow ist der Anfangsbogen. Dann kommt entweder der Eagle Bow oder der Hunter's Bow oder dann der nächstbeste Zinnioback Bow. Das heißt, wenn ihr diesen Sehnenbogen High Quality craften wollt, braucht ihr immer zuerst den niedrigsten Bogen. Ja, damit die niemals aus Pfeil und Bogen den Leuten ausgeht. Weil das brauchen die zum Jagen auf jeden Fall. Achso, nee, das ist der Hunter Bow, der nächstbeste.
Stimmt. Also Hunterbau, Wundenbau, Hunterbau, Seniorbackbau, dann den Kriegsbogen. So, und natürlich dazu dann die entsprechenden Pfeile. Also Holzpfeil, dann für den Sehnenbogen nehmt ihr am besten die mittleren Pfeile, weil die sind relativ leicht. Und für den Warbow dann halt die schweren Pfeile, ja, also. Ich sag das nochmal kurz, das ist jetzt meine Starterliste. Und dann laufe ich also auch nicht Gefahr, an irgendwelchen Upgrade-Materialien zu scheitern oder an Pfeil- und Bogennachschub. Ja, also erstmal die Hauptzutaten. Das ist halt einfacher. Das heißt, wenn die einen Wood und einen Flachs haben, wird also ein Bodenbau gecraftet und nicht andersrum. Also so in dieser Reihenfolge. Weil es wäre zu kompliziert. Das heißt, es gehen zwei Krieger halt los, sammeln diese beiden Sachen und der Rest bleibt halt im Camp und craftet dann diese Sachen und so weiter und so fort, ja. Das ist also eine sehr gute Starterliste. Ja, was wollte ich jetzt noch zeigen? Das ist halt, wie gesagt, hier ein altes Savegame von mir. Das ist sozusagen mein Farm-Savegame. Ich habe noch ein anderes, wo halt Survival-Mode eingeschaltet ist, aber das benutze ich im Moment nicht. Ich werde erstmal diese Startsachen sammeln und dann kann ich mir die nämlich rausnehmen, wenn ich die nicht mehr brauche. Dann gehe ich auf Mail, klicke auf den Knopf hier, dann To Me, gebe jetzt ein aus meinem Farm Game, gebe ich ein Startermaterial. So. Dann gehe ich hier drauf und schicke mir die ganzen Startermaterialien, tue ich jetzt hier rein. Also das zum Beispiel. Und dann gehe ich auf Send. So, dann lädt das ein bisschen, dann steht dann, hier unten im Chat steht dann, neue Mail empfangen. So, dann gehe ich auf meinen regulären Spielstand, gehe auf Mail. Da steht hier Mail. Ja, da klicke ich einmal drauf und dann Items annehmen. Und die ganzen Items, die ich brauche für mein reguläres Safe Game, kann ich in diesem Spiel, hier in diesem Farm-Dings, einfach ohne Gefahr, weil hier kommen keine Patrouillen, kein gar nichts. Das heißt, ich kann hier mit allen Camps, die ich habe, 86 Camps, könnte ich jetzt jedem Camp eine unterschiedliche Itemliste geben. Dann lasse ich das ein paar Tage durchlaufen und schicke mir wieder alle Sachen, die ich brauche, in meinem anderen Game. So, oder wenn ihr kein Farm-Game habt, macht ihr halt euch, wie gesagt, dann hier so eine Liste. So, und lasst sie dann von euren Kriegern durchsammeln. So, so einfach ist das. Da braucht man dann auch nicht viel zu machen. In der Zeit kann ich dann zum Beispiel Land erobern, Camps ausschalten und so weiter, erkunden, während meine Krieger sammeln in Ruhe. Und ich würde das dann in einem Camp machen, was nicht in der Nähe eines Feindes ist, beziehungsweise da, wo wirklich überhaupt keiner ist an Feinden. Weil sonst fangen die euch ruckzucki eure ganzen Sammler ab und töten die. Ja, und dann irgendwann wird halt nichts mehr gesammelt. Ja. Das war das dazu. War jetzt ein bisschen lang als Tutorial, aber ich hatte das ja schon mal gezeigt, aber ich habe es wahrscheinlich bisschen zu kompliziert erklärt und habe halt dieses Beginner sammeln vergessen. Ja.
Also, das war's erstmal von hier. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Und bis zum nächsten Mal.